Ganzwaschung. Ganzwaschung war früher eine Anwendung in der Balneologie, im Kurwesen. Heutzutage wird als Ganzwaschung eine Leistung in der Pflege bezeichnet. Ganzwaschung hat in der Pflege 410 Punkte und kostet eben etwas. Ganzwaschung bedeutet, dass der ganze Körper von unten bis oben gewaschen wird und zum Beispiel in einer ambulanten Pflege kostet die Ganzwaschung 16,73 Euro im Jahr 2017 von einem bestimmten Anbieter. Ja, Ganzwaschung ist aber auch etwas, was es in der Balneologie gibt, wo man zum Beispiel den Oberkörper und den Unterkörper zügig wäscht, zum Beispiel mit kaltem Wasser. Und das ist dann auch eine Form des Temperaturreizes, um den Menschen auch damit eine gewisse Heilwirkung zu geben. Heutzutage gibt es natürlich Duschen und Menschen duschen sich gerne. Im 19. Jahrhundert war das seltener und dort wurde eben die tägliche Waschung empfohlen, die Ganzkörperwaschung, Ganzwaschung. Und diese konnte man entweder warm machen oder kalt machen. Und gerade die kalte Waschung, die Ganzwaschung, insbesondere mit einem Stoff, der rau ist, war dann gleichzeitig eine Ganzkörpermassage und ein Ganzkörperreiz, der die Haut warm gemacht hat und der den Blutkreislauf angeregt hat und auch hilfreich galt gegen Rheuma.